denn so sei es. Aber die Morgenröte bleibt standhaft. Bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug. Und damit herzlich willkommen zu Final Fantasy 14 Endwalker. Wobei Endwalker haben wir ja eigentlich schon durchgespielt. Wir sind ja jetzt im Patch 6.2. 6.3 ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Müssen wir noch freischalten. Aber bevor wir heute anfangen, Final Fantasy zu spielen, natürlich erstmal danke an meine treuen Seelen. Brotlover, Ichimi, Kati Krempel, Negoya, Mammon Mike, Moonspell Dragon, Pukinator 88, Chaos Destille, Klingone 23, Manuel Höhn, Negi Magister und Joe Neiplum. Und meine Gold- und Platin-Seelen bekommen natürlich jeden Monat, nicht jeden Monat, Entschuldigung, alle drei Monate Postkarten nach Hause geschickt, wie diese hier. Und das kriegt ihr hin, wenn ihr eine Stufe 2 Abo abschließt oder auf zwei Plattformen ein Abo abschließt. Und wenn ihr sogar auf drei Plattformen, also sprich auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft und auf Twitch und TikTok ein Abo dalasst, dann werdet ihr zur Platin-Seele oder auf Twitch könnt ihr oder YouTube könnt ihr auch eine Abo-3-Stufe abschließen. Dann werdet ihr zur Platin-Seele und dürft euch darüber hinaus noch einen Stream im Monat wünschen. So. Und genau, wir sind jetzt gerade in der Warteliste. Wir fangen, bevor wir an der Stelle weiterspielen, wo wir letztes Mal im letzten Jahr, im Dezember irgendwann, ganz lange her ist es, aufgehört haben zu spielen, also die Story da weitermachen. Ihr seht, das ist eine Fragezeichen-Fragezeichen-Fragezeichen-Quest. Wenden wir uns erstmal was Schönes zu, denn seit heute, dem 1. Februar, ist das Valentins-Event in Final Fantasy XIV. Okay, es regnet gerade. Das heißt, das Valentins-Event fällt vielleicht ins Wasser. Mal gucken. Aber es sollte schön dekoriert sein. Ich bin mal gespannt. Es ist auf alle Fälle viel los, wie man hier sieht. Haufenweise Leute. Und das heißt, wir genießen jetzt erstmal ein bisschen das Valentins-Event. Vorausgesetzt, ich finde den Questgeber hier irgendwo. Nee, der hier ist der Questgeber nicht. Der ist da vorne. Okay. So. Ich. Upsala. Da. Die Lisette von Valentino. Halli, Hallöchen. Ich bin Lisette von Valentino. Die bezauberndste Liebesbotin weit und breit. Die Herzen höher schlagen lässt und sie reihenweise bricht. Aber wem erzähle ich das? Wie schön, dass du bei unserem Fest der Liebe dabei bist, Tala. Wo wir gerade über das Fest sprechen, es gibt ein klitzekleines Problem, bei dem du mir gewiss helfen kannst. Mein Cousine Astrid hier besteht darauf... Astrid? Keine Ahnung, wo die ist. Besteht darauf, dass sie dieses Jahr die Leitung des der Festivitäten übernimmt. Dabei fällt das als Veranstalterin des Valentino-Tags doch in meine Zuständigkeitsbereich. Sie will nicht davon wissen, dass ich auch nur einen Finger rühre. Am besten, wir hören uns das Ganze uns an, was sie zu erzählen hat. Ich tue das aus Liebe und für die Liebe. Also ist es so, Lisette, das läuft das aber, ist vor Freude. Und obwohl sie über die beiden Ohren in ihn verliebt ist, arbeitet sie von morgens bis abends, statt mit ihrem, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt einen Autoloader an. Diese Freuden, Hortenfans weiß es. Also, ich habe zuerst zu meinen Vorbehalten gegen, wegen seiner Herkunft lehnte ich ihn ab. Doch mit meiner romantischen Arbeit als Liebesbotin ist mir bewusst geworden, dass man nie weiß, wohin die Liebe fällt. Und Lisettes Liebe ist nun einmal voll auf dieses Hortenfans niedergegangen und umgekehrt. Und deswegen will ich die beiden von Herzen unterstützen. Liebe Cousine, du solltest dich nur um die Gerüchte an Gefühle anderer, sondern auch um deine eigenen kümmern. Liebe rostet, wenn sie rastet. Geh zu deinen Liebsten und überlass die Vorbereitung mir. Ach, Astrid, du bist einfach ein Herzchen. Aber wenn irgendetwas schief geht, gefährdest du die Familienehre der Valentino. Das kann ich einfach nicht riskieren. Das verstehst du doch hoffentlich. Ich bin mir bewusst, was auf dem Spiel steht. Und habe mir deshalb Unterstützung geholt. Unser jüngster Neuzuwachs, Emil, wird mir helfen, damit das Fest ein voller Erfolg wird. Hallo Danilo, einen wunderschönen guten Abend. Was hältst du davon, Tara?
jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie, aus irgendeinem Grund läuft da gerade das Autoscrolling durch und ich weiß nicht, wie ich es deaktiviere. Ich werde den beiden zur Seite stehen. Wenn das so ist, gibt es keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Mit deiner Hilfe werden die beiden die Sache schon schaukeln. Du bist in der Lage, auf alle möglichen Situationen flexibel zu reagieren. Dir kann ich meine beiden Liebesboote leichten Herzens anvertrauen. Hi Jason, einen wunderschönen guten Abend. Letzten Endes trage ich hier doch die Verantwortung und würde somit auch für ein mögliches Scheitern zur Verantwortung gezogen werden. Ich schätze, damit kann ich nun die Arbeit Arbeit sein lassen und mich meiner wahren Liebe widmen. Ah, jetzt ab. Nein, nicht überspringen. Auch nicht der richtige Kopf. Uff, ich war... Ah, ja, So, jetzt haben wir es geschafft. Da ist es jetzt das. Ich komme sonst mit dem Text nicht mehr mit. So, uff, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ein Rendezvous. Ich bin froh, dass wir Lisette zurück auf den Pfad der Liebe gebracht haben. Und hoffe, du hilfst uns. Ich befinde mich nämlich in einer Zwickmühle. Dieses Jahr soll auf der Bühne von Mikots Amphitheater eine spezielle Veranstaltung stattfinden. Und Jason, 24,56,78, vielen Dank für dein Follow auf Twitch und herzlich willkommen. Mach's dir bequem und ja, leg die Beine hoch und genieße die Show. So, wo war ich denn geblieben? Und ich wollte eigentlich dafür werben, aber nun, da ich die Hauptverantwortliche für das Fest bin, werde ich hier gebraucht. Würdest du nicht an meine Stelle Emil begleiten? Die ist noch nicht sehr lange, liebes Botin, und könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen. Vielen Dank. Dann gehe ich Emil holen. Warte hier auf mich. Hallöchen, ich bin Astrid von Valention, die bestangezogenste Liebesbotin weit und breit und temporäre Veranstalterin des Valention-Tages. Wunderst du dich auch über den Rock? An dem muss ich mich auch erst noch gewöhnen. Aber wie heißt es doch so schön? Das Innere kommt mit dem Äußeren. Hallo Simsonne, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem TikTok-Stream oder live. Du musst Tara sein. Astrid hat mir erzählt, dass du uns helfen willst. Freue mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Emilie. Wenn du bereit bist, sprich bitte mit unserem entzückenden Emil an. Ja. Machen wir. Kein Problem. Kriegen wir hin. Unseren entzückenden kleinen Emil, der wird angesprochen. Wenn ich den denn finde... Hallo? Hallo, da unten ist er. Dann lass uns anfangen. Je mehr Leute wir für das Fest der Liebe gewinnen können, desto besser. Und Nora, danke für den Monty. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, der wird angezeigt. Wenn ich ansprechen soll und wie, dürfte ich bitten, die Führung zu übernehmen? Danke. Ich werde versuchen, mir alles zu merken, damit ich es beim nächsten Mal selbst machen kann. Lass uns als erstes die Gerbegilde aufsuchen. Emil begleitet dich jetzt. Um den Auftrag durchzuführen, musst du die Beauftragte... Ja, okay. Ja. Das ist wie bei den anderen Spielen. Ja. Komm, Emil. Mein kleiner Buddy. Komm mit. Doch da? Ja, da ist Emil. Nicht. Und Emil, lass dich nicht vom Baby-Gubu fressen, okay? So. Bisschen rauszoomen, damit man mehr sieht. So, die Gerbergilde ist da vorne. Da sind auch schon alle anderen. So. La Murkel heißt auch Emil. Na dann, super. Hallo Emil. So, aber was will der Emil jetzt hier von mir? Über den Valentinotag sprechen. Noch letztes Jahr habe ich am Valentinotag hier gestanden und aus der Ferne
die hübsche Festtagsdekoration und die reizende Uniform der Liebesboten bewundert. Ich bin so froh, dass ich den Mut gefasst und Lisette gefragt habe, ob ich helfen darf. Ich, eine Liebesbotin, ich kann mein Glück immer noch kaum fassen. Hallo Tamilio, einen wunderschönen guten Abend. So. Dann gehen wir mal weiter. Die gut gelaunte Kridanierin hier. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Hallo? Wir sind im Auftrag der Liebe unterwegs. We have a good, heavenly, duty, lovely mission. Ein frisch geknackiger Kuss, das gefällt mir. Ah, im Mikots Amphitheater findet eine Veranstaltung des Valentinotags statt, bei dem die Leute über ihre romantischen Gefühle sprechen können. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, neue Kostüme auszuprobieren. Wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist. Das klingt ja wirklich toll. Und nach einer guten Gelegenheit, meinen Angebeteten endlich meine Liebe zu gestehen. Das war ja, hat ja großartig geklappt. Als nächstes sollten wir unser Glück in der Schattenlaube auf dem Markt versuchen. Dieses Mal übernehme ich das Reden. Okay. Auf zur Schattenlaube. Hallo Foxblot, ein wunderschönes Hi und hallo auch Mili. Willkommen in meinem TikTok-Stream oder TikTok-Live. Der TikTok heißt es ja live, nicht Stream. Ich hoffe, es geht euch gut. So. Da, eine energische Kredanierin. Entschuldigung, ein energischer Kredanier. Man muss ja richtig gendern heutzutage. So, Feierabend, den habe ich mir verdient. Hallo? Hallo, wir sind im Auftrag der Liebe unterwegs. Im Miketas Amphitheater findet eine Veranstaltung des Valentinotags statt, bei dem die Leute über ihre romantischen Gefühle sprechen können. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, neue Kostüme auszuprobieren. Wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist. Neue Kleidung anprobieren? Klingt nach einer interessanten Angelegenheit. Vielleicht gehe ich mit meiner Frau hin. Dein Anzug steht dir jedenfalls ausgezeichnet. Sehr schnadig, das gefällt mir. Danke. Schneidig. Das ist also der Eindruck, den ich auf die Leute mache. Ah. Ja, besser als ein Messer. Also schneide wie ein Messer. Ne, schlechter Wortspiel. Ich wünschte, ich könnte mehr wie Lisette sein. Und on Gaming, danke für die Rose. Als letzter Ort hatte ich das Zentaurenauge im Sinn. Dort herrscht stets reger Betrieb, sodass wir bestimmt jemanden zum Ansprechen finden. Das Waffengeschäft befindet sich übrigens hier in der Ebernholzpassage. So. Ebernholzpassage? Andere Richtung? Nee, weiter oben. So. Kann freihändig spielen. So, wo müssen wir hin? Ah, da. Über das Waffengeschäft sprechen. Ja, Waffengeschäft, das ist immer wichtig. Ihr wisst schon. Ich glaube, in dem Fall ist das nicht so gemeint, wie ihr das abbezahlt. Mein Schwager arbeitet hier in diesem Geschäft. Am Valentinotag hat er meine Schwester einen Heiratsantrag gemacht. Hast du je was Romantisches gehört? Naja. Ich habe nicht am Valentinstag meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe das bei einem romantischen Sonnenuntergang am Meer von Grazing an der Küste. Aber das ist eine andere Geschichte. So, sanfte Kredanierin. Guten Abend, werte Dame. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Im Miyukitos Amphitheater findet eine Veranstaltung des Valentinotags statt, bei dem die Leute über ihre romantischen Gefühle sprechen können. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, neue Kostüme auszuprobieren. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Oh, davon höre ich ja zum ersten Mal. Vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Von so einer flotten Erscheinung wird man nicht alle Tage angesprochen. Oh lala.
flotte Erscheinung. Warum kann ich mich über diese Worte bloß nicht freuen? Hallo 1T7TNT. Irgendwie so. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sage dir, warum. Mir gefallen niedliche Sachen. So wie Astrids Kleid. Sie sieht darin einfach hinreißend aus. Fast so süß wie Lisette. Auch bei der Sprechweise gibt sie sich große Mühe, ihrem Vorbild nachzueifern. Und Elias Liv, danke für die Royal Rose. Vielen, vielen Dank. Und hallo Lulu. So, obwohl sie mir gegenüber einmal erwähnt hat, dass es ihr gar nicht leicht fällt, adrett und putzig zu sein. Dafür gelingt es ihr aber ziemlich gut, finde ich. Und um Astrid zu unterstützen, habe ich diesen Anzug angezogen. Mhm. Mit diesem dunklen Anzug sieht Astrid eben neben mir noch süßer aus, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen. Lulu, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich gerne diejenige mit den niedlichen Kostümen. Ich weiß, das ist furchtbar egoistisch von mir. Das ist auch der Grund, weshalb ich bisher noch niemanden von meinen Gefühlen erzählt habe. Du solltest dich Astrid anvertrauen. Genau, mach das. Findest du? Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich mit Astrid reden. Ich werde mir auf dem Weg zum Miketos Amphitheater überlegen, wie ich meine Gefühle am besten in Worte fassen kann. Wir sehen uns später dort. So, jetzt heißt es also wieder den ganzen Weg zurück. Ich laufe doch nicht zurück. Ich nutze den Teleporter hier. Was habe ich denn Teleporter? Faule Socke. Ich weiß. So. Und da... Emilie, so. Tara, ich habe mir den ganzen Weg über den Kopf zerbrochen, was ich zu Astrid sagen könnte. Ich werde wohl einfach ehrlich sein müssen. Würdest du mich begleiten? Hallo Pugi, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Fest der Liebe und Liebenden und Selbstliebe. Und brauner Apfel, danke für die Rose. Oh, ihr seid wieder da. Juhu. Wie lief die Arbeit? Sehr gut, aber es gibt etwas, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Ah, Pucki liebt sich selbst, braucht kein Fest dafür. Das ist ja gut. Nur lass deine Hände bei dir dann. Doch sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Du guckst so verzweifelt. Was? Ja, natürlich. Mir geht's famos. Alle haben meine Kleidung gelobt und mir gesagt, wie süß ich darin aussehe. Es ist bloß, ich kann es nicht mehr hören. Eigentlich bin ich es gewohnt, dass man mich süß findet. Eigentlich bin ich es gewohnt, dass man mich süß findet. Schließlich wurde ich als adlige Tochter geradezu darauf getrimmt, adrett und niedlich auszusehen, um mich dementsprechend zu benehmen. Doch eines Tages... Pogi, du sollst doch nicht das Twitch Prime-Abo nehmen, sondern du solltest dann nochmal, Mann... Müssen wir wieder einen Monat warten, bis wir dir das Platin-Mitglied geben können. Aber trotzdem, vielen lieben Dank für das Prime-Abo. Aber eigentlich wolltest du doch die Platin-Seele von mir holen. Egal. Doch eines Tages lernte ich eine Ritterin auf einem berühmten Rittergeschlecht kennen und danach war alles anders. So wollte ich sein. Stark und tapfer. Und mit einem Smoking. So wie die Gräfin Arabelle von Valention. Sie war nämlich nicht nur eine glühende Kämpferin für die Liebe, sondern auch im wortwörtlichen Sinne eine Kämpferin, die sich auf den Gebrauch von Waffen verstand. Wenn ich auch nur einen Bruchteil ihres Talentes geerbt hätte,
hätte ich mich ebenfalls für den Weg des Ritters entschieden. Leider besitze ich diesbezüglich keinen Funken Begabung. Doch selbst wenn ich kein Ritter sein kann, will ich wenigstens kühn und forsch wie eine auftreten. Aber das steht mir als Nachfolgerin von Lisette nicht zu. Ah, okay. Es war nur der Earlord. Okay, verstehe, Pugi. War nur der Earlord. Gut, am 16.02. kriegst du dann deine Platin-Seele. Und hallo TNT Jills. Oder so ähnlich. Auch dir einen wunderschönen guten Abend nach TikTok. Twitch. Twitch lang. So rum. So, TikTok ist ja der andere Chat. So. Emi liebt alles, was niedlich ist. Als Liebesbotin solltest du deinem Herzen folgen. Genau. Findest du, aber ich verstehe dich sehr gut, Astrid. Mir geht es ähnlich wie dir, nur verhält es sich bei mir umgekehrt. Ich freue mich von Herzen, wenn mich jemand als süß oder niedlich bezeichnet. Als flott oder schneidig beschrieben zu werden, ist für mich dagegen kein Kompliment. Und trotzdem habe ich diesen Anzug angezogen, der genau diesen Eindruck vermittelt. Ich habe das nur getan, weil ich dachte, dass du ja bereits die niedliche Rolle besetzt hast. Aber weißt du was, Astrid? Das war Unsinn. Wir sind Experimente des Herzens und dennoch ignorieren wir unsere Wünsche. Entschuldigung, wir sind nicht Experimente des, wir sind nicht Experimente des Herzens, sondern wir sind Expertinnen des Herzens. Und dennoch ignorieren wir unsere Wünsche und unterdrücken sie. Wir sollten unsere eigenen Gefühle ebenso ernst nehmen wie die der anderen. So, Game Master bezeichnet mich mal wieder als Fake. Das ist okay. Allerdings müsste er halt auch dem Live auf TikTok folgen, damit sein Name angezeigt wird. Und laut meiner Übersichtsliste hat er das nicht getan. Tja, dann ist aber auch nicht verwunderlich, dass der Name nicht angezeigt wird von ihm. Aber weißt du was, Astrid? Das hatte ich schon vorgelesen. Entschuldigung. Das ist wahr? Lisette betont stets, wie wichtig es ist, seinem Herzen treu zu sein. Ich war mir nicht bewusst, wie weit ich mich von diesem Grundsatz entfernt habe. Lisette ist eine wunderbare Person, die ich von Herzen bewundere. Aber das heißt nicht, dass ich sie kopieren muss, um eine gute Veranstalterin zu sein. Und das kann und will ich vor allem nicht. Ich mag keine niedliche Kleidung. Ich werde mir überlegen müssen, was mir gefällt und was mein Geschmack entspricht. Und Mini Animation, danke für die Rose. Danke, dass du mich zu dieser längst fälligen Aussprache ermutigt hast. Astrid und ich werden versuchen, unsere eigenen Gefühle von nun an treu zu sein. Das werden wir. Und der erste Schritt besteht darin, dass wir unsere Kleidung tauschen. Yay, Trikottausch! Ja, das wird natürlich ausgeblendet. Okay. Und Mini-Animation, danke nochmal für die zweite Rose. So. Ich sehe keinen Unterschied. Aber okay. Servus, Chef. Ich bin froh, dass Astrid gelernt hat, sich selbst so zu lieben, wie sie ist, mit all ihren Vorlieben und Herzensneigungen. Nun kann ich ohne Sorge den Tag entgegensehen, an dem sie meine Nachfolge antreten wird. Oh, und jetzt können wir erstmal auf unser Date gehen, gell? Darauf freue ich mich schon sehr, mein Herz. Dann können wir in unserer Beziehung endlich einen Schritt weitergehen. Ich spreche natürlich vom Heiraten. Oder zumindest würde ich gern mal deine liebreizende Familie kennenlernen. Ja, also ich würde erst die Familie kennenlernen, bevor ihr heiratet. Pro-Tipp von mir. Ach, wirklich? Ich bin ja gespannt, wie sie auf dich reagieren wird. Nein, Jacob, ich bin noch nicht mit God of War durch. Ich habe aber jetzt erstmal eine kleine God of War Pause gemacht. Nächste Woche geht's dann mit God of War weiter. Auch mal wieder ein anderes Spiel, um mich ein bisschen zu earthen, zu grounden. So sagt man ja. So, und abschließen. Abschließen, sagte ich gerade. Warum kann ich nicht auswählen? Ist da jetzt gerade irgendwo die Maus oder?
Du hast nun Zugang zu der sessionalen Instanz Valentinion-Zeremonie. Sprich mit der Dienerin des Hauses Valentino bei Mikotes Amphitheater, um dem Veranstaltungsort zu betreten. Den gucken wir uns auch gleich an. Die Valentinion-Zeremonie ist eine Instanz für eine Gruppe aus 2 Mitgliedern. Es gibt keinerlei Voraussetzungen hinsichtlich Klasse, Job oder Stufe für die Teilnahme. Falls du dich allein für die Zeremonie anmeldest, wird ein zufälliger Partner zugeteilt. Oh, da bin ich doch mal gespannt, wer mir... Ich bin gespannt, wer mir da zugeteilt wird. So, wo geht's zur Instanz? Da. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Hallo Tia, einen wunderschönen guten Abend und hallo Marvin. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, meine Dame. Wenn ihr die Valentino-Zeremonie durchführen wollt, stehe ich euch gern jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Valentino-Zeremonie durchführen. Ja. Mal gucken, wer mir zugelost wird. Oh, ein Chocobo. Und GG Drax, einen wunderschönen guten Abend auch dir in TikTok. Und da haben wir sie, die Valencio-Zeremonie. Übrigens, ich habe auch schon mal geheiratet im Spiel. Und Tia, danke für die Royal Rose. Das ist fast wie ein Royal Battle. Ah, da muss man durch das Labyrinth kommen, okay? So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen angeben. Tschüss. Darunter werde ich gekickt. Okay. Bist der Mokri und scheidet? Was? Und wie komme ich jetzt hier durch? Die erste Prüfung lautet: Bist der Mokri und scheidet? Die Regeln sind schnell erklärt. Bahnt euch einen Weg durch das Mokri-Imperium. Doch entfernt euch dabei nicht zu weit voneinander, sonst wird eure Liebste schwächer. Okay, dürfen wir durch? Da mal los, Kupo. Also, wir haben jetzt momentan 100% Liebe. Und ja, danke nochmal für 5 weitere Losen. So. So, wir müssen in relativ gleichen Tempo. Wo rennst du denn hin? Er muss da hinten rum, okay. Der wäre schon da oben. So. Okay. Ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Und nochmal gab's Rosen von Tia. Danke. Muss ich da durch? Ich habe nicht gewusst, dass ich da zurücklaufen musste. Und Minecraft Rubblebox. Danke für das GG und hallo Zoe. So.
So, da muss ich lang. Nee. Ach, das ist echt nicht so leicht. Aber wenn man sich mit denen nicht absprechen kann. Oh Gott, unsere Liebe erlischt bald. Was machen wir nur? Wir haben nur noch 7% Liebe füreinander. Ich sehe schon, dass wir die Scheidung bald erreichen müssen. So. Jetzt kriegen wir es aber hin. Oh, ganz knapp. Ey, verdammt, ich muss da noch hinten. Nein, ich bin halt gescheitert. Okay, das war ein Satz mit X, das war wohl X. Probieren wir es gleich nochmal. Mal gucken, mit wem wir jetzt gepaart werden. Wissen wir ja wenigstens, wie die erste Herausforderung funktioniert. Das ist ja schon mal wichtig. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie sich noch heute. Oder sie haben sich im Irrgarten verirrt. So. Let the battle begin. Hier werdet ihr beide eure zweite Prüfung unter zwei Prüfungen unterstehen. Okay, die erste Prüfung. Ah, diesmal muss ich in die Richtung. Okay. Die erste Prüfung lautet: Bis das Mokri und Scheide. Die Regeln sind klar erklärt. Bahnt euch euren Weg. Doch entfernt euch nicht zu weit voneinander. Dann mal los, Kupo. Wo rennt der denn hin? Junge! Lass mich nicht alleine! Unsere ewige Liebe! Nein, was macht der jetzt? Da lief das vorher aber doch besser. Egal, das wird, glaube ich, auch nichts. Immer diese egoistischen Egomanen. Also, zum Beispiel ich. Ich hoffe, dem ist bewusst, dass er den Schalter für mich aktivieren muss. Nein! Ist ihm oder ihr anscheinend nicht bewusst. Ja, Ma'am.
Die hat nicht mitgekriegt hier, dass ich da nicht weiterkomme. Und Carspotter Mainz, danke für die Royal Rose. Okay, aber ihr habt's gesehen, diesmal lag's nicht an mir. Ich bin unschuldig. Probieren Sie es noch einmal, wenn es diesmal nicht klappt, war es das mit Valentinstag. Aber alle guten Dinge sind drei, auch in der Liebe. So. Und nochmal 9 Rosen, Royal Rosen von Carspotter Mainz. Danke. Und nochmal 8 Rosen. Das war ja die 8 Rosen von gerade eben. Bin zu verwirrt. Aber das sei mir da, das sei mir gestattet, wenn ich mich die ganze Zeit in einem Labyrinth verirre. So. Okay. Wieder die Seite. Dann bin ich mal gespannt, ob... der rennt schon los. Also der ist schon auf Auto-Run. Das kann ja was geben. Bin ich mal gespannt. Und los. Hopp, hopp, hopp. Das schaffen wir. Noch ist unsere Liebe... ungetrübt. Ja, wunderbar. Das kriegen wir hin. Und ich hab dir hier aufgemacht. Wunderbar. Und von Dancing 3001 gibt's den RIP Coffee Dance. So, das läuft ja bisher wie am Schnürchen. Und von Ratata kriege ich einen Gold Award und von Carspotter nochmal eine Rose. Vielen Dank. Okay, das war... Okay, dann kommen wir durch. Okay, schaffen wir. Das schaffen wir. Jetzt muss ich hier durch. Oder? Besser ist hier, da hat er mehr Platz. So. Und geschafft. Und danke nochmal für Carspotter für deine Rosen und 777 auch danke für deine Rose. Yeah.
Okay, das haben wir fast geschafft. So. Und wir sind immer noch bei 50%. Diesmal ist unsere Leber mächtiger als jeder Mokri. Entschuldigung, hat er schon aufgemacht. Habe ich nicht gesehen. Und Rip Eye. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen. Und Dennis hat vorher auch noch Dennis hat einen Funny Voice gemacht. Das werde ich nach der Instanz hier gleich machen. Ich muss sagen, ihr habt euch ordentlich geschlagen. So, was machen wir jetzt? Weiter geht's, Kupo. Die zweite Prüfung erwartet euch. Kartenschlagen im Tab. Oh Gott. Kommen wir zur zweiten Prüfung. Kartenschlagen im Tab. Hier müsst ihr zusammenarbeiten und passende irgendwas. Das ist Memory, oder? Aber Vorsicht, die Auswahl falscher Karten zieht eine Strafe nach sich. Und, da ich ein Netter bin, werde ich euch einen kleinen Hinweis geben. Ich lasse euch einmal ein wenig schummeln, aber verrate das niemandem, Kupo. Okay. Schaut euch die Karten genug an, bevor ihr wieder sie umdreht. Dann mal los. Okay. Spotter meint, einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Probieren wir die hier. Okay. Die haben wir auch erledigt. Dann hatten wir die noch nicht. Und Flo301, danke für das Eichhörnchen. Und damit haben wir die Instanz auch geknackt. Ach, geschafft. Bravo, was für ein tolles Paar. Lass das nicht meine Ehefrau hören, die bringt mich sonst um. Wie gut hat eure Liebe den Prüfungsstand gehalten? Nun, wir kriegen jetzt eine Bewertung. Harmonisch! Eure Liebe gleicht einem gewöhnlichen Kuponuss. Sie könnte besser sein, doch ich würde sie trotzdem essen. Oh. Damit ist die Valentino-Zeremonie abgeschlossen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch in Zukunft. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt irgendwas bekommen. Also,
Oh, ich hätte noch einmal etwas später machen können. Okay, das war das Valentino-Fest und jetzt einmal ein Funny Voices für Denise auf TikTok. Ja, 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 oh, why, always me, oh, wow, like I'm Battelotelli, oh, wow, why always me, oh, wow, like I'm Battelotelli, telly, telly, yay, why always me, oh, wow, like I'm Battelotelli, oh, wow, why don't you see, oh, wow. So, das war das Funny Voices für Dennis. 3001. Und ja, damit haben wir das Valentinsfest auch für diesen Monat abgeschlossen. Ich sage danke. Jetzt nochmal ganz kurz ein kleines Dankeschön an meine Kanalmitglieder, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig unterstützt haben. Es geht natürlich gleich weiter mit dem nächsten Content, aber vorher danke an meine Silberseen-Brotlover, Ichi-7, Kati Krempel, Negoya, Mammon Mike, Moonspell Dragon, Pukinator88. Und ganz besonderen Dank an meine Gold- und Platin-Seelen Chaos Distille, Klingone23, Manuel Höhn, Negi Magister und Yuria Neidblom. Und als Platin- und Goldseelen kriegt ihr alle 3 Monate eine Postkarte wie diese nach Hause geschickt oder mit anderen Motiven. Und als Platin-Seele dürft ihr euch sogar einmal im Monat ein Stream wünschen. So, und der gute Pugi, der wartet ja schon darauf, dass er Platin-Seele wird. Der hat ja genug Seelen gespart. Und da weiß ich auch schon, was das Spiel wird, was wir spielen werden. Nämlich, jetzt habe ich es vergessen. Also so irgendein Horror-Jump'n'Run.